Hey Leute, willkommen zu einem neuen COD-Video. Wir spielen heute ein bisschen mit der neuen DLC-Waffe, mit der LV8. Der Account, der ist hier von Kenkix, der hat mir den geliehen, vielen Dank an dich. Ich habe die Waffe leider nicht gezogen. Kenkix' Kanal ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, schaut dort auf jeden Fall vorbei. Und falls ihr zufällig die HLX haben solltet am PC, dann schreibt mich gerne auf Facebook an, würde mich freuen. Und ja, wir testen jetzt die Waffe einfach mal aus, wir schauen, was damit funktioniert. Ich habe sie in einem privaten Match schon ein bisschen testen können, online jetzt noch nicht. Und es ist eben so, dass die Waffe, bevor sie feuert, so eine Verzögerung hat. Ein bisschen wie die P06, ich bin mir nicht sicher, ob die Verzögerung länger oder kürzer ist. Auf jeden Fall ist sie nervig und gegen viele Gegner hat man wirklich einfach überhaupt keine Chance. Wenn die aimen können, wenn die eine Waffe haben, die schnell schießt, dann ist man eigentlich schon tot. Und ich bin gespannt, wie die Waffe funktioniert. An sich ist die Waffe ziemlich stark, das muss man sagen. Sogar ein bisschen besser als die FFAR zum Beispiel. Es gibt aber eben diese Verzögerung, die man natürlich nicht wegbekommt. Von daher eine sehr abenteuerliche Waffe, kann man vielleicht sagen. Wir springen jetzt in den Gameplay und schauen mal, was damit so funktioniert. Viel Spaß. Okay, wir sind auf Nuketown. Bin mal gespannt, ob hier irgendwas funktioniert mit der Waffe. Ich glaube, im Nahkampf ist das Ding echt nicht gut durch diese Verzögerung. Wir schleichen uns irgendwie mal nach vorne. Da haben wir einen. Nein, ach, fast haben wir ihn bekommen. Und ich habe mir extra mal die Weste noch mitgenommen, damit man vielleicht so ein bisschen um diese Verzögerung spielen kann. Das, glaube ich, wäre auf jeden Fall ganz nett, wenn das irgendwie funktioniert. So, du kommst mit. Hier war doch irgendwo einer. Nice. Wenn die Gegner nicht so wirklich checken, was gerade Sache ist, dann geht damit vielleicht sogar was. Nein, warum muss ich nachladen? Wie es aussieht, checke ich auch nicht so wirklich, was Sache ist. Oh, wir haben uns gegenseitig geblockt. Na, komm her. Okay, wollen wir hier nochmal nach vorne? Können wir machen. Warum muss ich aber noch... Warum muss ich als erstes gehen? Okay, und die Weste ist am Start. Oh, meine Güte. Absolut gechoked. Weste hat absolut gesaved gerade für mich. Kommt der hier hoch? Nice. Nice! Nein! Und dann werden wir... Oh, fast. Okay, es funktioniert gerade besser, als ich dachte. Es funktioniert besser, als ich dachte. Man muss sich wirklich ein bisschen drauf einstellen, einfach. Dann geht es irgendwie doch ganz gut. Man kann dann sogar irgendwie nach vorne pushen. So ein bisschen auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, dass die Waffe viel besser funktioniert auf großen Maps. Ich hoffe wirklich, dass wir nach der Runde jetzt hier noch irgendwie eine große Map finden. Na komm, rutsch weg. Rutsch weg. Okay, sind schon alle erledigt. Oh, unten kommt einer. Es ist wirklich so, dass man teilweise einfach weiterschießen sollte. Wenn man weiß, okay, gleich kommt nochmal einer ins Sichtfeld. Man sollte nicht aufhören zu schießen und dann nochmal neu anfangen für den nächsten Gegner, was man ja oft sonst eigentlich macht. Hier muss man eigentlich immer auf Verdacht aber nochmal weiterschießen. So kann man dann nämlich diese komische Verzögerung doch ganz gut umgehen, wie es aussieht. Okay, wo kommen sie her? Hau die Weste mal raus. Oh, absolut. Oh, komm. Wie ich die Weste... Oh, nee, das gibt's so nicht. Nein! Das meine ich. Da kannst du nichts machen in diesen Situationen. Ich habe auf Feuern gedrückt. Ich falle natürlich trotzdem einfach um. Wenn die Gegner treffen, dann hat man eigentlich keine Chance. Okay, raus hier. Schön vorsichtig, da war einer. Wir gehen hier in den Headglitch und warten einfach mal. Na gut. Kommt natürlich keiner vor, wenn ich mal campen will. Und schön die AFK-Spieler mitnehmen, weil ich die Punkte brauche. Ach Gott, Flammenwerfer, Mann! Das gibt's doch nicht. Ich bin nach wie vor kein Fan von diesen ganzen Spezialisten. Ah, das war der Typ mit dem Flammenwerfer. Haben wir unsere Rache bekommen, immerhin. Und Teammates, ja, ich würde nicht rein, solange die da das ganze Zeug anhaben. Ich glaube, das war der Typ. Oh, wir kriegen ihn. Nein! Und wir werden von hinten von der P06 geholt. Ich glaube sie nicht. Wobei, natürlich, die... Komm, rutsch.
Bei der Pinot 6 ist es vielleicht sogar so, dass man ausgeglichen schlecht dasteht, weil die hat ja auch so eine kleine Verzögerung, fällt mir gerade ein. Bin mir nicht sicher, ob da die Verzögerung länger oder kürzer ist. Das wäre mal noch interessant zu wissen. Ja, Hitzewelle. Und jetzt? Ich krieg's du nicht! Ohne, nice. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich gerade so ein bisschen reinkomme. Bin echt gespannt jetzt auf die großen Maps. Ob damit dann was geht. Und ob ich vielleicht jetzt hier einfach ein bisschen schlechter bin, weil die Waffe echt nicht für kleine Maps geeignet ist. Werden wir dann gleich sehen, hoffentlich. So, wer will noch her? Ist einer drin? Ja! Kommen Sie nicht auch noch mit? So, Talon jetzt. Talon und Geist, nice. Es ist zwar eh zu Ende, das Game. Aber da haben wir noch was hinbekommen damit. 33-7. Ich bin gespannt, wie es in der nächsten Runde geht. Nuketown ist ja nicht unbedingt meine Map. Dann auch noch mit der Waffe. Ist vielleicht ein bisschen schwierig. Schauen wir mal, wie gesagt, was in der nächsten Map geht, in der nächsten Runde. Wir sehen uns gleich dort. Bis gleich. Okay, wir sind im nächsten Spiel. Wir sind auf Havoc. Bin ich mal gespannt. Die Map ist ja doch ein bisschen größer. Vielleicht geht hier ein bisschen mehr. Schön wäre es natürlich. Bin mir gar nicht sicher, wo ich lang soll hier. Den kriegen wir. Sehr schön. Am besten ist es natürlich, wenn die Gegner einfach hochspringen und aus ihrer Deckung gehen. Holy shit. Da war einer im Headglitch des Todes. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie außen rum. Und vorne, glaube ich, kriegen wir da keinen Kill. Sehr schön. Komm. Ja, nice. Okay. Wir bekommen Kills hin. Oh Gott. Rutsch. Oh, get wrecked. Nein, und dann werde ich von hinten geholt. Das gibt's ja nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen einen Kill gemacht habe gerade. Was zum Teufel? Uff, schnell weg. Es ist wirklich krass. Es ist halt wirklich sinnvoller, einfach durchzusprayen, wenn du denkst, da kommt noch ein zweiter Gegner, als dass er dann kurz aufhört und nicht mehr schießt. Das heißt, man hat hier auf jeden Fall eine ganz schöne Munitionsschleuder. Na, Weste an. Oh, hätte ich nicht mal gebraucht. Aber wobei, ich glaube, die kommen hier weiter. Habe ich da was gesehen? Tatsache, nice. Kurz zurück, Drohne raus. Stehen wir hier mal ganz, ganz kurz. Okay, ich denke, wir können weiter. Oh je, Munition ist auch nicht mehr so gut gerade. Wir brauchen diese Plünderer-Pakete. Moment, willst du vor? Du darfst vor. Du darfst keine vor. Oh shit. Ich habe ihn in den Tod gelockt. Ich glaube, hinter uns kommt wer. Nice, ich wusste es doch. Okay, wen haben wir hier? Kommt wieder einer von hinten, oder? Oh, das war knapp. Oh, kurz zurück. Teammates, helft mir hier. Oh shit, oh shit. Oh shit. Was? Wie? Ach komm, dieses fucking Auto übersteigen. Man bleibt immer überall einfach hängen und er klettert hoch, obwohl man das nicht will. Ich hasse es so sehr. So. Weg da. Hör doch auf zu campen. Einer will das. Ah, schade. Nice, den haben wir. Der da auf uns gewartet hat, ne, im Headglitch. Ah, fuck. Von allen Seiten kommen sie natürlich. Ah, shit. Das ist halt eben das Ding. Im Nahkampf, wenn die wissen, dass du kommst, hast du keine Chance. So, du hast diese Verzögerung, du hast den Nachteil, du bist tot. So, keine Frage.
Ja, du kannst schwimmen. Freu dich. Kannst du trotzdem aufhören, abzufacken da hinten. Und der gleiche ist wieder im Headglitch. Ich verstehe die Lobby nicht. Warum spielen die so? Wir müssen unten bleiben. Ah, shit. Das gibt's ja gar nicht. Vielleicht wird's echt mal Zeit, dass wir hier von einem anderen Winkel kommen, von einer anderen Seite irgendwie. Na, ich hätte damit rechnen müssen. Okay. Die bewegen sich halt. Was? Macht mich schon wieder leicht sauer. Warum bewegen die sich nicht? Also kommt schon. So ein bisschen muss man noch unterwegs sein. Die spawnen und laufen wieder zu ihren Camperspots und dann bewegen sie sich dort nicht mehr weg. Da ist er wieder. Will wieder zu seinem Camperspot. Es ist zum Verrücktwerden. Okay, Teammate, ich hoffe, du hast den. Oh, get wrecked. Sehr schön. Ohne raus. Okay, kommt her, kommt her. Dann camp ich halt jetzt auch. Dann camp ich halt jetzt auch. Oh, ich kann wieder nicht campen. Da habe ich die Geduld nicht. Okay, oh, wir setzen das einfach mal ein. Wenn ich so angehittet bin hier im Gegner-Spawn. Das hat auf jeden Fall unser Leben gesaved. Holy shit. Jetzt doch ein bisschen knapp. Ich habe Angst. Oh shit. Teammates, ich brauche euch. Teammates! Wo seid ihr? Okay, ich glaube, die kommen weiter von da unten. Ja, da ist einer. Da ist einer. Nice! Da haben wir den Geist. Und die Talon. War da hinter der Ecke? Tatsache. Wenigstens am Ende noch den Geist gedrückt. Nice! Merkt schon, die Waffe, die macht irgendwie Spaß, macht aber gleichzeitig auch irgendwie sauer, weil man eben diese ungewohnte Verzögerung hat bei dem Sturmgewehr. Im Gesamtpaket würde ich sagen, ist die Waffe nicht wirklich gut. Wenn man diese Verzögerung hinter sich hat, ist er allerdings ein Biest. Man muss wirklich versuchen, wenn mehr Leute vor einem sind, irgendwie durchzusprayen, damit man diese Verzögerung eben so ein bisschen ausspielen kann. Und sowas wie die Weste ist natürlich auch nicht verkehrt. Wenn man das alles mit dabei hat, dann kann was funktionieren auf jeden Fall. Auch wenn man viele Situationen hat, wo man ein bisschen komisch stirbt, die einen vielleicht ein bisschen aufregen, da muss man halt dann irgendwie damit leben. Falls ihr die Waffe getestet habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt, würde mich interessieren. Ansonsten ist es so, dass ihr natürlich gerne bei KenKicks vorbeischauen könnt. Sein Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Danke auch nochmal an dich und ansonsten war es das dann mit diesem Video. Vielen Dank für die Unterstützung in den letzten Tagen, freut mich wirklich sehr und wir sehen uns morgen dann wieder bei einem neuen Video. Macht's gut!